herzlich willkommen bei deinem ersten Tag beim dualen Studiengang Elektro- und Informationstechnik bei der Siemens AG. Zurzeit thematisieren wir den Aufbau und die Programmierung einer Anlage für die Herstellung von Sonnenmilch. Die seht ihr aber später noch. Und auch wir heißen dich herzlich willkommen. Zusammen mit Linda und Xaver schauen wir uns heute hier mal um. Wir wollen den Tag aber nicht im Klassenzimmer beginnen, oder? Ich überprüfe gerade, ob die Bauteile der Anlage richtig an den Computer angeschlossen sind. Dabei hilft mir ein spezielles Programm auf meinem Rechner. Und ich bin gerade dabei, die grafische Oberfläche für das Bedienelement zusammenzustellen. Im Bachelorstudiengang wirst du dich nicht nur mit elektrotechnischen Grundlagen beschäftigen, sondern auch mit Informationstechnologie. Du kennst dich nicht nur mit den elektrischen Bauteilen aus, sondern auch mit der Software, die diese steuert. Guten Tag, Frau Hämmerling. Hallo. Und, geht's Ihnen gut? Ja. Na, das freut mich. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um über Ihre Bachelorarbeit zu sprechen. Linda schreibt gerade an ihrer Abschlussarbeit. Diese wird nicht nur in der Uni betreut, sondern auch im Unternehmen. Mit ihrem Ausbilder tauscht sich Linda regelmäßig aus. Die Abschlussarbeiten beschäftigen sich mit Themen aus dem Betrieb und werden auch später noch im Betrieb verwendet. Nach so viel Action ist jetzt aber erstmal eine kleine Pause drin. Linda berichtet Xaver gerade von ihrem Praktikum, was sie in einem Berliner Werk absolviert hat. Im Werk, da habe ich dann quasi das Produkt selber einfach mal live vor mir gesehen. Ich habe die verschiedenen Stationen durchlaufen, wie es halt dann nach und nach zusammengebaut wird. Und das hat mir echt viel gebracht, auch weil man dann auch mal eine Vorstellung davon hatte. Du wirst das Ausbildungszentrum nämlich immer mal wieder verlassen, um dein Wissen in der Praxis zu testen. Jetzt heißt es aber erstmal wieder zurück an den Versuchsaufbau. Wenn du dich für den BA interessierst, solltest du wirklich gerne mit Computern arbeiten und ein Interesse an Physik haben. Mathe gehört natürlich auch dazu. Aber was machst du dann mit deinem Wissen? Fragen wir mal Linda. Okay, an dieser Anlage produzieren wir Sonnenmilch. Wir haben schon unsere Hardware eingestellt und jetzt müssen wir noch das Gehirn der Anlage programmieren, dass später auch alles richtig läuft. Willkommen im Gerätewerk. So könnte dein zukünftiger Arbeitsplatz später mal aussehen. Wir besprechen gerade, wie wir den Aufbau der Insel zur Fertigstellung der Komponenten umsetzen können. Ich hoffe, der Tag heute bei uns hat dir richtig gut gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Und auch wir verabschieden uns von dir. Wir hoffen, dein erster Tag hat dir gefallen. Bis bald.